Hallo, liebe Freifahrt-Zuschauer. Ich habe heute was Wunderbares. Heute ist der 18. März. Ich habe hier ein Schreiben vom 14. März 2023 einer Frau Anke Schwuttke, Verfahrensbeiständin. Und die hat einfach hingeschmissen. Und das Interessante ist, warum hat sie hingeschmissen? Weil sie von Freifahrt Presseanfragen bekommen hat. Ach, die arme Frau Schwuttke hat Presseanfragen bekommen. Ja, warum schmeißt du da die Frau Schwuttke hin? Ich lese mal vor. Hiermit bittet die Unterzeichnerin, diese von der Verfahrensbeistandschaft für die Kinder, dann kommen drei Namen von den Kindern, zu entlassen. Da das journalistische Betreiben, von Freifam eine konstruktive Klärung des Falls maßgeblich erschwert. Die mehrfach an die Unterzeichnerin gestellten Presseanfragen belasten diese über das erträgliche Maß hinaus. Unter diesen Bedingungen sieht diese ein unbelastetes Eintreten für die Interessen der Kinder nicht mehr als gegeben an und hält damit eine sinnvolle Verfahrensbeteiligung nicht mehr für möglich. Tschüss, Frau Schwuttke, kann ich da nur sagen. Der Schwund der Frau Schwuttke. Adieu, tschüss, auf Nimmerwiedersehen. Hoffentlich nie wieder an irgendwelchen Gerichten als Verfahrensbeiständin. Also, wer als Verfahrensbeiständin ein Problem damit hat, Presseanfragen zu bekommen und deshalb denkt, sie könnte die Interessen der Kinder nicht mehr vertreten. Ja, holla die Waldfee, was ist da los? Ja, es geht ja nicht drum, Frau Schwuttke, ob Sie, falls Sie es zuschauen, unbelastet sind. Darum geht's doch gar nicht. Es geht darum, dass Sie unabhängig sind und die Interessen der Kinder vertreten. Da haben Sie irgendwas falsch verstanden, ja? Es geht nicht drum, dass die arme Frau Schwuttke keine Presseanfragen kriegt und vielleicht in der Öffentlichkeit steht. Und ups, genau mit diesem Schreiben steht sie jetzt in der Öffentlichkeit. Weil wir haben auf Freifam natürlich einen Artikel inzwischen veröffentlicht, in dem es genau um dieses Schreiben geht. Wir haben die Presseanfragen veröffentlicht. Wir nennen natürlich die Frau Schwuttke, das ist gar kein Problem, da die Frau Schwuttke ja vom Richter oder der Richterin in dem Verfahren bestallt wurde, wie man sagt, ja, wie so ein Pferd, das in den Stall des Gerichts gehört, darf man sie natürlich öffentlich nennen und kritisieren, weil sie quasi einen Beamtenstatus hat. Damit, sie ist ja Teil des Gerichts sozusagen geworden oder dieser Veranstaltung des Staates. Dann darf man sie natürlich öffentlich nennen und auch kritisieren. Und ich empfehle allen Verfahrensbeiständen, die Presseanfragen von Freifam kriegen. Nehmt das Schreiben von der Frau Schwuttke am besten gleich bei der ersten Presseanfrage als Vorlage und begründet so, warum ihr raus wollte. Weil es reicht ja offenbar, dass man vom Gericht bestellt wird und dann, wenn man sich belastet fühlt, ach ja, immer die Gefühle, nicht wahr? Wenn man sich belastet fühlt, dass man dann sagen kann, ich schmeiß den Bettel hin, ich gehe. Und denken wir doch mal von der Richtung her, was macht denn Freifam? Wir bringen Unrecht, das im Gerichtssaal passiert, im Familiengericht, hinter verschlossenen Türen, bringen wir an die Öffentlichkeit. Und es ist doch im Interesse aller, dass wenn da was falsch läuft, dass dann die Öffentlichkeit draufschaut und da keine Sachen im Gerichtssaal ablaufen, die Unrecht sind. Und die Frau Schwuttke, fühlt sich dann belastet, wenn die Öffentlichkeit draufschaut, was sie da so macht. Und dann, wie schreibt sie, da das journalistische Betreiben von Freifam eine konstruktive Klärung des Falls maßgeblich erschwert. Also wenn die Öffentlichkeit draufschaut auf das, was die Frau Schwuttke macht, dann ist die Frau Schwuttke plötzlich inkompetent, nicht mehr fähig, irgendwas konstruktiv hinzubekommen. Sehr interessant. Kann die Frau Schwuttke sowas nur, wenn
Wenn es möglich ist, Unrecht zu begehen. Naja, also wie gesagt, alle Verfahrensbeistände, die jemals eine Presseanfrage von Preifern bekommen, hier habt ihr eure Vorlage. Ihr könnt die verwenden. Wenn ihr euch belastet fühlt, dann schmeißt den Bettel hin und geht. Es ist kein Nachteil für die Kinder, weil das ist eine Augenwischerei, dass der Verfahrensbeistand angeblich der sogenannte Anwalt der Kinder ist oder die Anwältin der Kinder. Das ist überhaupt nicht so. Die werden, wie gesagt, vom Richter bestellt. 99,9% von Verfahrensbeiständen machen das, was der Richter will. Ja, schreiben ihre Stellungnahmen, die dann in die Richtung des Richters gehen. Und eigentlich, ja, der Verfahrensbeistand, das ist ja etwas, was aufgrund der Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen in Deutschland eingeführt werden musste. Eigentlich ist er ja völlig unabhängig vom Gericht. Ja, der müsste auch Anträge stellen, die auch gegen den Richter gehen. Aber das ist in Deutschland extrem selten. Also ich kenne da nur einen Fall, wo das gemacht wurde. Es gibt zehntausende Fälle pro Jahr in Deutschland und Verfahrensbeistände. Also das ist ja noch nicht mal im 1%-Bereich, das ist im Promille-Bereich. Also ist ja auch logisch, wenn mich ein Richter als Verfahrensbeistand bestellt, ja, dann entscheidet der ja im Grunde darüber, wen er anstellt, damit man, ich glaube, 500 Euro pro Kind bei Eilverfahren bekommt, ja. Das ist ein netter Nebenverdienst dafür, dass man halt nur seine Meinung abgeben muss, irgendwas pseudosozialpädagogisches und psychologisches von sich geben darf und dafür Kohle einkassiert und dann noch sich als tolle Person darstellen kann, die für Kinder eintritt. Das ist eine tolle Sache, ja. Aber es hat auch nichts mit Unabhängigkeit zu tun, weil wenn ich das nächste Mal wieder vor Gericht Kohle abschöpfen will als Verfahrensbeistand, dann hängt es natürlich wieder von dem Richter ab. Und wenn ich da was mache im Verfahren, das gegen das ist, was der Richter haben will, dann werde ich das nächste Mal nicht mehr von dem Richter bestellt. Und das spricht sich auch im Gericht, dann werden die anderen Richter das auch nicht mehr machen. Und dann war es mit der Verfahrensbeistandschaft. Und ihr könnt auch diese Konformität des Verfahrensbeistands in Deutschland daran erkennen, dass es meistens Sozialpädagogen sind oder Anwälte. Das heißt, beides mal Menschentypus, der vom Staat durch das System gequetscht wurde. Ja, Sozialpädagogen, die haben dann meist beim Jugendamt was getan. Ja, es gibt ehemalige Jugendamtsmitarbeiter, die Verfahrensbeistände sind. Oder die waren halt in der freien Jugendhilfe tätig, ja, sowas wie Begleiterumgang oder Beratungsstellen und so. Und da waren die auch schon abhängig vom Jugendamt. Also die waren schon in der Abhängigkeit zur Behörde, dem Jugendamt, und haben gezeigt, dass sie konform sind mit dem, was das Jugendamt will. Das Jugendamt selbst, muss man ja sagen, ist ja politisch gesteuert, ist eine Behörde. Der Kreistag, der Jugendhilfeausschuss, hat er den Daumen drauf, der macht da die Kontrolle und auch die Zielsetzung fürs Jugendamt. Rein politische Veranstaltung, was will man von der Exekutive, von der Behörde anders erwarten? Und Anwälte als Verfahrensbeistände das Gleiche, ja. Die sind ja durch ihr Jurastudium, dann die Staatsexamen durch. Und dass du dann Verfahrensbeistand wirst als Anwalt, da musst du vorher schon ein Verfahren gezeigt haben, wo du Eltern vor Gericht vertreten hast, dass du dich da konform verhalten hast und dann darfst du auch Verfahrensbeistand sein. Also von daher ist es gar nicht so schlimm, dass wenn Freifam dann Presseanfragen stellt an Verfahrensbeistände und die dann den Bettel hinschmeißen, das ist für die Kinder sogar gut. Ja? Und ich will es mal so sagen, das ist nicht die erste Verfahrensbeiständin, die Presseanfragen bekommen hat und dann gegangen ist. Ich glaube, insgesamt sind es mittlerweile 3 oder 4. Und es gibt noch genügend andere, die Presseanfragen bekommen haben und plötzlich vor Gericht sich moderat äußerten, ja, und plötzlich dann dafür waren, dass die Kinder zu beiden Eltern sollen oder dass Kinder aus der Pflegefamilie oder dem Heim zurück zu den Eltern sollen.
Ja, das ist schon erstaunlich, was so der Blick der Öffentlichkeit oder auch nur die Möglichkeit, dass die Öffentlichkeit erfahren könnte, was ich als Verfahrensbeistand mache, dazu führt, dass die Leute gehen, wie die Frau Schwuttke, oder dass sie nochmal in sich gehen. Entweder gehen sie aus dem Gerichtssaal oder sie gehen in sich, um zu schauen, na, vielleicht mache ich da doch irgendwas falsch. Okay, das war's von mir. Ciao, ciao.